Ja, hallo, Michael Kotzow, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir einfach mal was? Wirklich 10.000 Euro pro Monat und das einfach mit Filme schauen. Eine geniale Methode für Anfänger. Boah, ich bin echt mal gespannt. Und ich würde sagen, hey, komm, du weißt, du bist auf dem Kanal Smartphone-Millionär bei Michael Kotzow. Und ja, regelmäßig erscheinen hier Videos, wie du mit einem Handy oder auch mit einem Tablet Geld verdienen kannst. Und natürlich kannst du auch Filme schauen auf dem Handy, oder? Und deshalb werden wir uns das einfach mal anschauen. 17 Minuten geht das Video. 26 Daumen runter, 153 hoch. Joa, 3.500 Aufrufe, das ist schon viel. Also, ich würde einfach mal sagen, komm, wir starten sofort. Du schaust gerne Filme und möchtest damit bis zu 10.000 Euro pro Monat verdienen, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Natürlich wollen wir Geld verdienen, oder? Ja. Keine Sorge, in diesem Video geht es nicht um irgendeine dubiose Webseite, es geht nicht um irgendeine App, es geht nicht darum, dass du irgendwelche Werbevideos anschauen musst, um dann Centbeträge abzustauben, die noch nicht einmal ausgezahlt werden, sondern viel, viel cleverer. Die komplette Strategie von A bis Z mit allen Details, worauf es ankommt, gibt es jetzt in diesem Video. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Heute mit einer wirklich sehr, sehr coolen Herangehensweise, um Online-Geld zu verdienen. Und zwar ganz einfach. Besonders diese 10.000 Euro, die triggern mich ja doch so ein bisschen, ne? Also ganz ehrlich, ja. Einfach indem du Filme schaust. Wer tut das nicht gerne und wer hätte es nicht gerne, indem er ganz einfach nur Filme guckt, dafür Geld zu bekommen? Ich zeige dir, mit welcher Strategie du es schaffen kannst, 10.000 Euro pro Monat einfach mit dem Anschauen von Filmen zu generieren. Und zwar ohne, dass du irgendwelche komischen Websites besuchen musst, ohne dass du YouTube-Videos anklicken musst, indem du Anzeigen oder Werbevideos schaust. Viel, viel cleverer und Okay, jetzt bin ich noch ein bisschen gespannter, was das jetzt ist. Uiuiui. zwar in jedem Detail, das wichtig ist, werde ich dir diese Methode vorstellen. Wenn du Spaß daran hast, am Online-Geld verdienen, dann lass mir doch gerne ein Like da und abonniere auch gerne meinen Kanal. Einfach rechts unten auf den Geldsack klicken oder oben auf den Button oberhalb des roten Pfeils. Denn wenn du die Glocke aktivierst, erfährst du zusätzlich automatisch über eine Info jedes Mal alle Neuigkeiten hier auf diesem Kanal. Wenn du lieber dein Geld für dich arbeiten lässt und smart investieren willst, dann lade ich dich ein, einmal beim Kanal von Niklas Beck vorbeizuschauen, auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Er hat gerade. Okay, ich glaube, wir springen kurz vor, weil das interessiert mich jetzt doch nicht. So weiter. Filmen 10.000 Euro verdienen. Erstmal ein kleiner Beweis, dass es tatsächlich möglich ist. Hier ist der Beweis. Es sind sogar 12.500 Euro laut der Plattform Social Blade. Okay, das ist schon heftig. Also, wow, so viel verdiene ich jetzt mit YouTube nicht. Deshalb, also, aber mein CPM ist ja schon ganz schön hoch, ne? Teilweise bis zu 120 Euro CPM. Und so YouTuber wie Unge und Tanzverbot und so weiter haben nur einen Bruchteil davon, was ich habe. Ja, habe ja auch schon öfters mal Einnahmen gepostet. Dieser YouTube-Kanal, und genau darum geht es, in einem einzigen Monat verdient. Und ich zeige euch, bevor ihr jetzt sagt, oh, ich will jetzt doch keinen YouTube-Kanal aufbauen, das funktioniert nicht, warum es so mega einfach und so lukrativ ist, mit dem Anschauen von Filmen über YouTube Geld zu verdienen. Also schaltet nicht ab, sondern schaut das Video bis ganz zum Schluss, dann werdet ihr genauso geflasht sein wie ich, als ich diese grandiose Nische kennenlernen durfte. Also, worum geht es? Es geht darum, dass ihr Filme anschaut und euch ganz einfach dabei selbst aufzeichnet und Nein, wer macht denn sowas? Reactions. eure Reaktion filmt. Warum? Ganz einfach, weil Menschen an Menschen interessiert sind. People are interested in people. Und das ist auch der Grund, warum YouTube-Kanäle viel, viel schneller wachsen, wenn ihr euch selber dabei zeigt, euer Gesicht zeigt. Und nichts ist cooler als. Ah, ich habe noch etwas. Ich habe auch sogar noch ein Geschenk für euch. Drei E-Books, einmal den TikTok-Anfänger-Guide, Pinterest-Checkliste und Instagram-Secret und das alles für 1 Euro. Ja, genau richtig, für 1 Euro, keine 20, 30, 40 Euro oder so. Und das geht sogar für die Digistore-Transaktionsgebühr drauf, weil du bekommst einen Mitgliederbereich, da kannst du dich einloggen und immer die neueste Auflage herunterladen der E-Books. Den Link packe ich dir im ersten Kommentar rein. Und ja, wenn du im Bereich Social Media durchstarten willst, ist das vielleicht dein Anfang. Okay, und wie hat das ist auch weniger als ein Eis, ne? So ein Eis kostet mal 1,90 oder so hier in Südfrankreich, kostet mal ein Bällchen 2,50, 3,50 oder so. Und du bekommst alles für 1 Euro.
Und das ist eigentlich auch nur die Transaktionsgebühr für Digistore. So, also schauen wir mal weiter. Vielleicht hat er da noch ein paar coole Tipps für mich. So, ich so als weltgrößter Reaction-YouTuber im Bereich Geld verdienen, ne? Als wenn Leute wirklich echt real reagieren, wenn sie lachen, wenn sie weinen, wenn sie schockiert sind. Und genau das macht beispielsweise dieser Kanal, den ich euch gerne mal vorstellen möchte. Und dieser Kanal macht wirklich alles, alles richtig. Und bevor ihr jetzt sagt, ich werde es niemals schaffen, hier 100, 2000 Abonnenten hinzubekommen, ich zeige euch genau, wie ihr das machen könnt. Denn Popcorn in Bed ist noch gar nicht so lange unterwegs. Und da passiert im Grunde nichts anderes als das, was hier oben schon steht. Also sie macht alles richtig. Sie schreibt hier direkt in ihrem Kanal-Header, was genau passiert. Nämlich, es ist einfach ein Mädchen, die in ihrem Bett sitzt und Filme zum ersten Mal anschaut und ihre Reaktion auf diese Filme aufzeichnet. Ja, Terminator zum Beispiel, wie sie da schockiert sich die Bettdecke vors Gesicht zieht. Okay, das ist natürlich auch irgendwie. Ach, sie filmt noch nicht mal, sie macht noch nicht mal so Actions wie ich, sondern sie filmt sich nur selbst, wie sie es anguckt. Also der Content, okay, den siehst du gar nicht. Vielleicht den Ton. Ich bin echt mal gespannt. Coole Nische, oder? Nö, das ist ja eine geile Möglichkeit, um Geld zu verdienen, oder? Zieht und wie sie Angst hat oder wie sie überlegt und schockiert ist. Also all diese Geschichten, diese Reaktionen kann man dann in diesen Videos sehen. Und ich werde euch jetzt Stück für Stück erklären, wie genau ihr so einen Kanal aufbauen könnt mit einfachsten Mitteln, ohne irgendwie großartig was zu investieren und wie schnell so ein Kanal wachsen kann. Denn Popcorn in Bed hat 102.000 Abonnenten, aber wenn ihr schaut, wann diese junge Dame denn beigetreten ist, sie ist erst seit dem 3. Dezember 2020 aktiv. Das heißt, vielleicht gerade... Okay, da wurde es aber höchstwahrscheinlich gepusht, oder? Also jetzt ohne Scheiß einfach so organisch zu wachsen, so schnell... In unter einem Jahr ist das schon mega. Vielleicht hat sie ja noch einen anderen Kanal oder so, aber irgendwie aus Erfahrung ist das schon so, innerhalb so kurzer Zeit so viele Abonnenten, da hat sie alles richtig gemacht auf jeden Fall, oder? Mal ein Dreivierteljahr bei YouTube und hat auch noch nicht so viele Videos aufgebaut. Wir gucken nochmal bei Social Blade und da ist es so, dass man da sehen kann, wie lange sie schon dabei ist und wie viel Videos sie hochgeladen hat. Denn sie hat erst 78 Videos hochgeladen. Okay. Wie gesagt, seit 3. Dezember dabei und hat 103.000 Abonnenten. Und sie wächst immer weiter und weiter. Und das ist wirklich grandios. Und man kann diese Kanäle, obwohl da auch Videos zu sehen sind von Filmen, ja, die spannend sind und die eigentlich urheberrechtlich geschützt sind, man kann trotzdem diesen Kanal monetarisieren, das heißt Anzeigen schalten. Und ich zeige euch einmal, wie dieser Kanal aufgebaut ist und wie ihr genau das nachmachen könnt. Also, so ein Video sieht so aus. Wir haben hier in der Regel einen Screenshot oder ein Bild des Filmplakates und dann ein Foto dieser jungen Dame, wie sie reagiert, wie sie die Hände vor den Kopf schlägt oder sich hier auf den Fingernägeln kaut oder schockiert ist oder lächelnd, grinsend auf Indiana Jones reagiert. Also so sind die Thumbnails aufgebaut, könnt ihr mit Canva ganz, ganz einfach nachbauen. Ja, dann hat man schon mal ein interessantes Thema. Der Grundtenor und das Grundthema ist, dass diese junge Frau zum allerersten Mal bekannte Filme sich anschaut. Ja, wie. Okay. Ach, kann ich schon mal nicht machen, weil, ey, sorry, aber Terminator und so hat man natürlich schon. Aber wenn du jung bist, kannst du das natürlich nachbauen. So eine Nische, um Geld zu verdienen. Ah, cool. Okay, weiter. Das Schweigende Lämmer, Blade Runner, Roxanne, Mad Max, Indiana Jones, wie gesagt, Master and Commander, Terminator und so weiter. Und was macht es dann? Dann macht es auf jeden Fall Kachinga, oder? Aber auf jeden Fall, oder? Nichts anderes macht, als sich dabei aufzuzeichnen. Und wir gucken einfach mal ganz kurz in so ein Video rein. Hello everyone, welcome back to Popcorn in Bed. As always, thank you so much for being here. Ich weiß jetzt gar nicht, woher das Rauschen kommt oder so. Ob das die junge Frau ist, die da so ein Rauschen drin hat, oder der Steve bei seinem Video. Aber irgendwie... Okay. Los Angeles 2029. That's funny because... I don't understand that future. Do the machines have brains? Aber man muss sagen, in Amerika ist es so, die Fair Use
Regel ist dort halt ein bisschen anders wie das Copyright-Gesetz in Deutschland und Europa. Ganz, ganz wichtig, ne? Also muss man aufpassen, in Amerika darf man viel mehr nutzen. Und deshalb ist es auch so, dass viele dieser Kanäle, die auch so Filmzusammenfassungen machen, zum Beispiel vom neuen Marvel-Film oder so, die Tonspur meistens in Englisch benutzen. Und weil man in Amerika einfach viel mehr machen kann. Also in Deutschland könnte das schon sein, dass dann so, Strike, Copyright Strike. Und ich habe ja auch schon den einen, also einen richtigen Strike bekommen vom berühmten YouTuber. Ja, und der wollte ihn auch nicht zurücknehmen. Mein Management hat das gemacht. Okay. Sick. New leather jacket. I guess the studs were too easy to spot. Okay. So, das reicht auch schon. Jetzt seht ihr, das ist jetzt nicht so super schwierig oder komplex. Ihr müsst da auch keinen Kreis drum bauen, sondern ihr lasst ganz einfach einen Film ablaufen, nehmt ein Handy und nehmt euch dann, während dieses Video läuft, ganz einfach auf, kommentiert mal irgendwelche Szenen, ziemlich dumm teilweise, müsst einfach. Ach so, nochmal einen lieben Gruß raus an TikTok. Ich bin live auf TikTok und ich nehme sozusagen mein Studio so ein bisschen auf. Die TikTok-Gemeinde kann mein iPad sehen und mein Stream Deck und kann man mir so ein bisschen über die Schulter schauen, wenn ich das hier aufnehme. Also auch die, die das fertige Video dann auf YouTube sehen, auf meinem Kanal, ne? Smartphone-Millionär. Ihr könnt mich gerne auf TikTok abonnieren und vielleicht seht ihr das ein oder andere Video auch vor den Erscheinen, so Making-of-mäßig. Deshalb lieben Gruß an TikTok raus. Ich sehe, da sind schon ein paar Leute online. Ja, schauen wir mal weiter. Irgendwas dazu sagen, ein kleines bisschen lächeln, Angst kriegen an den richtigen Stellen und am Anfang ein kurzes Intro sprechen und am Ende ein kurzes Outro und das war's eigentlich. Wenn ich einen Großteil der Geldverdienen-Videos im Internet sehe und was da für ein Scheiß manchmal angeboten wird oder so, kriege ich auch Angst. Aber sowas von. Ich schon. Und ihr seht, dass solche Videos, ja, das hat im August, am 13. August Premiere gehabt, hat 85.000 Aufrufe gehabt, 13.000 positive Bewertungen. Cool. Und sie macht wirklich nichts anderes, als genau das zu tun. Und das könnt ihr ganz einfach auch. Ich zeige euch gleich genau, wie ihr das schaffen könnt. Und ihr habt gesehen, ich habe zwischendurch die Werbung hier weggeklickt. Das heißt, man kann auch diese Kanäle ganz problemlos monetarisieren. Ihr braucht nur 1.000 Abonnenten, die habt ihr relativ schnell und mindestens 4.000 Stunden öffentliche Wiedergabezeit. Und das ist auch das Coole an diesen Reaction-Videos, weil sie ja natürlich nur die Highlights aus diesem Film zusammenschneidet und dann Videos hat, die relativ lang sind. Das ist schon mal 31 Minuten lang, so lang. Ja, umso länger, umso mehr Geld kann man natürlich verdienen. Mehr Werbeeinblendungen, ja, auf jeden Fall. Deshalb streamen ja auch viele Leute gerne auf YouTube, weil du hast dann noch 2 Stunden Stream oder so und kannst in 2 Stunden natürlich mehr verdienen wie dann in 8 Minuten-Video. Das Schneiden ist natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller, ne? Ich weiß jetzt nicht, welche Software sie nimmt. Ich nehme ja hier zum Beispiel die Twitch-Zuschauer sehen so mein iPad. Ich benutze OBS Studio für die ganzen Sachen und ich kann ja auch hier vorne per Knopfdruck meine Kamera verändern und nach rechts oben wandern, nach links oder nach links unten und jetzt wieder nach rechts und ich kann mich groß machen und so weiter. Das ist schon ganz cool in One Cut. Aber ja, ich werde mir den Kanal auf jeden Fall gleich nochmal genauer angucken, was sie da richtig macht, weil die Abonnenten, ah, das ist schon cool. Okay, weiter. Sind auch die anderen Videos auf ihrem Kanal ungefähr. Und das ist das Spannende dabei. Das heißt, ihr habt sehr, sehr schnell sehr hohe und sehr lange Aufrufzeiten und natürlich ein enormes Kanalwachstum, wenn ihr ganz coole Reaktionen zeigt. Wie sieht das Ganze rechtlich aus? Grundsätzlich haben natürlich solche Videos, wenn ihr sie auf YouTube hochladen würdet, zumindest in voller Länge, eine Urheberrechtsbeschränkung, aber, und das macht sie hier auch ganz clever, es gibt einen Disclaimer, den sie hier unten reingesetzt hat und den schenke ich euch, den findet ihr in der Videobeschreibung noch einmal dargestellt. Da steht drin,
Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, bla bla bla, ist ein sogenannter Fair Use erlaubt von urheberrechtlich geschützten Dingen, wenn sie der Kritik dienen, Kommentare haben, Neuigkeiten, also Nachrichtenwert haben oder für Recherchezwecke eingesetzt werden. Und wir haben hier tatsächlich ja eine Kritik, eine Videokritik, eine Review, eine Reaktion und deswegen ist das Ganze tatsächlich erlaubt. So. Wie gesagt, aber das ist amerikanisches Recht. Ne? Also nochmal, also, das ist jetzt nicht ein deutsches Recht. Deutsches Urheber geht da ein bisschen weiter und ist ein bisschen strenger. Aber ja, kann man so machen. Es gibt auch so diesen Hack, dass viele dann halt den Standort des Kanals als USA ausgeben oder so. Ja. Sofern ihr unten noch angebt, dass die Urheberrechte natürlich den entsprechenden Eigentümern gehören. Es kann sein, manchmal passiert das, dass aus irgendwelchen Gründen dein Video doch darum gebeten wird, vom Netz genommen zu werden, aber das passiert sehr, sehr, sehr selten, weil letztendlich ist natürlich das auch Werbung für die Filmverleiher, so eine Review darzustellen und möglichst weit zu spreaden. Diesen Text, wie gesagt, den ihr unter... Und ich wurde schon so oft gefragt von euch, kannst du eine Reaction auf mein Video machen und so weiter? Weil so kleine Kanäle freuen sich natürlich auch, wenn ein bisschen größerer Kanal eine Reaction macht, weil der Kanal dann auch wächst zum Beispiel. Definitiv. Und wenn du dann auch willst, dass ich eine Reaction mache oder du findest ein cooles Video zum Thema Geld verdienen, schick mir doch einfach das Video auf Instagram. Privatnachricht, Instagram, hey Michael, ich habe dieses Video gefunden, magst du darauf reagieren? Und wenn es cool ist, mache ich das auch. Wie ihr setzen könnt, den schenke ich euch, den findet ihr in der Videobeschreibung einfach zum Rauskopieren. Und damit ihr seht, dass das hier nicht nur ein einziger erfolgreicher Kanal ist, der so schnell so eine große Community aufgebaut hat, da können wir mal einfach danach googeln. Und wenn ihr hier Video oder Movie Reaction First Time Watching eingebt, Movie Reaction First Time Watching, dann gibt es da mehrere Kanäle, nicht nur Popcorn in Bed, die was Ähnliches machen, die schon auch nach 12 Stunden fast 5000 Aufrufe haben und die sind alle ähnlich aufgebaut, sind relativ bekannte Filme und irgendjemand sitzt da und erzählt einfach was und reagiert im wahrsten Sinne des Wortes. Und das funktioniert nicht nur... Ja, eine coole Nische, hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm als Reaction sozusagen. Ja, also, was es alles gibt, ich lerne immer wieder dazu, deshalb auf jeden Fall abonnieren und ein Like da lassen, damit du kein Video auch mehr und die Glocke auch, ne, aktivieren, damit du eine Push-Nachricht bekommst, wenn ich neue Videos online stelle, weil diese Nische hatte ich nicht auf dem Schirm und das kann ja auch jeder, ne? Also Videoschnitt wird ein bisschen schwieriger oder so, aber im Großen und Ganzen funktioniert doch gut, oder? Auf Englisch, sondern es funktioniert auch auf Deutsch. Zum Beispiel Dos Cavazos hat hier auch vor einer Woche seine Reaktion auf Deutsch. Erstes Mal Ansehen zu Kung Fu Hustle hochgeladen, hat 168.000 Aufrufe für dieses Video. Was? Auch wieder 34 Minuten, das ist cool. Generieren können. Also es funktioniert, auch wenn ihr nicht ein junges Mädchen seid, das blond ist und im Bett sitzt. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Meldung, die ihr für dieses Video wissen wollt. Mir war nicht vorher bewusst, vor meiner Recherche, wie lukrativ diese Nische ist. Aber sie ist es absolut, sie ist sehr, sehr schnell realisiert. Und ihr seht, wie erfolgreich diese Kanäle sind, weil so viele Konkurrenz gibt es in diesem Bereich tatsächlich noch nicht. Ihr könnt es also auf Deutsch machen, ihr könnt es auf Englisch machen und könnt dann direkt loslegen. Wie macht ihr das und wie findet ihr Filme? Zwei kleine Tipps dazu. Ihr könnt hier suchen über Google die 100 besten Filme aller Zeiten. Da sind dann auch so Klassiker dabei wie Citizen Kane, Der Pate, Casablanca. Oder ihr sucht eben erfolgreiche und bekannte Filme, denn danach googeln und suchen die Leute auch bei YouTube. Und ja, ich würde auch eine Mischung machen, gerade am Anfang vielleicht neue Filme, die gerade erst erschienen sind bei Netflix oder auf DVD oder so. Und weil natürlich die neuen Filme immer viel Aufmerksamkeit bekommen und viele Leute wollen wissen, jetzt gerade ist ja James Bond draußen, beziehungsweise noch im Kino und wenn du dann einer der Ersten bist, der über das Thema spricht, oder zum Beispiel jetzt dann halt den neuen James Bond Film, dann ist das immer gut, oder? Dann hast du quasi eine Filmzusammenfassung innerhalb von einer halben Stunde mit der Reaktion einer echten Person darauf, also eine Art Review, wenn man so will. Und sowas findest du ebenfalls, wenn du nach Blockbuster oder
oder erfolgreichste Filme aller Zeiten sucht, hier habe ich eine Liste gefunden und da seht ihr, es sind alle super bekannte Filme und danach wird natürlich auch extrem gesucht. Avatar, Avengers Endgame, Titanic, Star Wars, der Wachen der Macht, Infinity War, Jurassic World, König der Löwen, also wirklich als Who's Who der bekanntesten und erfolgreichsten Filme, und wenn ihr euch die alle zu Gemüte führt, dann ist das überhaupt kein Problem, sehr schnell ein entsprechendes Video hier zusammenzustellen. Ja, wie er das schneiden ist und damit es ein bisschen interessanter wird und so. Ach, ja, okay. Aber das kriegst du auch hin. Wo kriegt ihr die Videos her? Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch beispielsweise ein Netflix-Abo haben oder ein Amazon Prime-Abo. Oder ihr habt die Möglichkeit, natürlich einzelne, besonders junge, frische Filme für einen kleinen Obolus auszuleihen und könnt, während ihr euch das Ganze anschaut, das Ganze aufzeichnen. Das heißt, ihr installiert euch folgendes Programm, das OBS Studio Open Broadcaster Software. Das ist genau das, was ich jetzt gerade auch nutze. Die Twitch-Zuschauer sehen das, also zumindest die Oberfläche, das Bild, die Einstellung und meine Hand, wenn ich hier etwas tippe. Ja, sehr, sehr cool. Funktioniert auch gut, das Programm. Und das ist gratis. Das ist schon cool. Es dauert ein bisschen, bis man sich eingearbeitet hat und dann viele Einstellungen vorgenommen hat. Und ich lerne auch immer dazu. Aber so ist es ja auch bei jedem Programm. Aber es ist gratis. Und das ist, ja, passt, oder? Ist die Abkürzung von OBS. Es ist ein kostenloses Tool, mit dem ihr den Videoscreen, also den Bildschirm, automatisch mitschneiden könnt. Und das lasst ihr dann halt mitlaufen, während ihr diesen Film anschaut. Und parallel nehmt ihr eure Kamera oder einfach nur ein Handy, ein iPhone und zeichnet eure Reaktion auf diesen Film auf. Macht das ein bisschen spannend, macht das ein bisschen interessant. Und dann schneidet ihr dieses Video zusammen mit den spannendsten Szenen, dass ihr hinterher so ein 20- bis 30-minütiges Video habt. Eure Reaktion schneidet ihr dazwischen. Das sind also einfach nur zwei Spuren, die dann nebeneinander, übereinander gelegt werden können. Wie könnt ihr das schneiden? Ganz einfach mit der Software OpenShot. Das ist ein kostenfreies Videotool. Das Ding wollte ich jetzt auch unbedingt mal ausprobieren. Das habe ich in so vielen Videos schon gesehen, diese Software. Ich habe es immer noch nicht heruntergeladen. Ich muss das jetzt irgendwann mal machen. Irgendwann mich hinsetzen. Aber meistens bin ich ja doch am Strand oder so noch das schöne Wetter genießen jetzt Ende des Jahres. Ja, oder gestern war ich zum Beispiel noch in Cannes. Und ja, in zwei Tagen wollte ich nochmal nach Monaco Pizza essen gehen und so. Ja, weil auch hier in Südfrankreich wird das Wetter so ein bisschen schlechter. Cool, das könnt ihr euch herunterladen, ist Open Source und da könnt ihr ganz einfach Videos zusammenschneiden, den Ton drüber legen und das Ganze dann rausrendern und auf YouTube hochladen. Ist wirklich komplett kostenfrei und sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach gemacht. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ihr sucht euch spannende, neue, attraktive Filme, nach denen auch gesucht wird. Dann habt ihr ein Suchvolumen, dann werden diese Filme auch gesehen und dann werden auch diese Videos von euch als Reaktion sehr, sehr schnell sehr viele Aufrufe bekommen. Ihr ladet euch die Filme herunter, ihr schaut sie euch live an, ihr schneidet das Video mit OBS Studio, ihr haltet gleichzeitig eine Kamera auf euer Gesicht, ihr kommentiert das Ganze, schneidet da ein 20- bis 30-minütiges Video zusammen, macht ein cooles Thumbnail, so wie es hier bei dem Popcorn in Bed auch der Fall ist, und ladet das Ganze auf YouTube hoch und dann könnt ihr einfach nur noch warten und schon seid ihr relativ fix dabei. Was übrigens auch möglich ist, ist nicht nur ein komplettes Video, sondern auch auf Trailer zu reagieren. Ja, also wenn neue... Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr geil. Das habe ich schon sehr oft gesehen, dass Leute auf gerade die neuen Marvel-Filme und so, die mich so ein bisschen interessieren, also die haben auch dann richtig viele Aufrufe. Und da ist es überhaupt kein Problem mit Copyright oder so, weil natürlich die Filmstudios wollen, dass diese Trailers verbreitet werden, dass noch mehr Leute aufmerksam werden auf den Film. Ja. Filme anlaufen, dann macht das Gleiche, was ich jetzt vorgeschlagen habe, nur mit Trailern und reagiert auf diesen Trailer. Oder reagiert auf bekannte Szenen eines Films. Ja, beispielsweise bei Game of Thrones, als Hodor zu Hodor wird. Habe ich nicht gesehen, keine Folge. Wieder mal. Ich kenne die meisten Filme ja gar nicht. Das ist das Problem. Deshalb, also die Klassiker, ne? Titanic, alles mögliche Marvel-Filme und so. Aber die Serien und so, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Ich muss Geld verdienen oder am Strand liegen und oder Fahrrad fahren oder sonst was oder um die Welt reisen. Habe ich mehr Bock drauf, wie irgendwie mich dahin zu setzen und dann irgendwie eine ganze Staffel irgendwie zu gucken. Ne. Aber okay. Vielleicht, wenn ich damit Geld verdiene, bald mache ich das. Das ist eine sehr tränenreiche Szene, wenn ihr darauf reagiert,
habt ihr ein 10-minütiges Video, was millionenfach geklickt werden wird. Also, weitere Möglichkeit, nicht komplette Filme zu sehen, sondern Trailer von neuen, lukrativen und spannenden Filmen, auf denen auch ein hohes Suchvolumen ist, zu reagieren und dann regelmäßig, vielleicht ein- oder zweimal in der Woche, so ein Video hochzuladen. Ihr könnt die bequem vorproduzieren, ist also auch überhaupt kein Problem. Wenn ihr dafür sorgen wollt, dass euer Kanal noch schneller wächst, dann empfehle ich euch von dem Kollegen Erik Hüter das Programm Endlos. Okay, das war's. Okay, sehr, sehr cool. Ich würde einfach mal sagen, diese Nische hatte ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Mein Name ist Michael Kurzer, ich bin der Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos. Checkt die auch ab. Ich bin raus. Ciao.